Muss leider Atlanta Falcons sagen, auch wenn es eine schwere Saison war letztes Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie es in die Playoffs schaffen, haben aber wie immer eine schwere Division, von daher ich lasse mich überraschen, gehe aber erstmal davon aus, dass nach der Regular Season für uns dann Schluss ist. Auf jeden Fall eins, wo es zwischendurch mal drunter und drüber geht und am Ende doch alles im Guten ausgeht. Also ich würde mir wünschen, dass vielleicht die Falcons dieses Jahr die Rolle dann übernehmen können. Drunter und drüber würde ich nehmen, aber mit einem positiven Ende. Ja, ich würde auf jeden Fall einen der Älteren nehmen. Ich würde mich selbst niemals mit Tom Brady vergleichen, weil er einfach ein absoluter Ausnahmespieler in dem Sport ist und wahrscheinlich der zu Recht auch der GOAT. So ein Veteran, der schon ein paar Jahre dabei ist und weiß, wie das Geschäft läuft. Panther. Okay. Ja, da gibt's, ja, voll habe ich gerechnet. Ja, ich glaube, so ein Ei richtig hoch und weit kicken wäre das, was ich am ehesten noch hinkriegen würde. Ist tatsächlich so geregelt, dass ich, wenn ich zu Hause bin und wir nicht irgendwo ein Spiel haben, dass ich dann wirklich spätestens um 10 vor 7 auf der Couch sitze. Entweder esse ich dabei auch ein bisschen Junkfood und ungesundes Zeug oder habe schon vorher hinter mich gebracht und dann wirklich 19 Uhr in Position und durchgehend die nächsten 7, 8 Stunden dann vorm Fernseher. Auf jeden Fall mit viel Kaffee. Die Zeit ist ja jetzt nicht unbedingt günstig, wenn der Super Bowl übertragen wird. Das ist ja nun mal mitten in der Nacht. Ich habe beides schon gemacht. Ich habe schon mit ein paar Freunden zusammen geguckt, habe aber auch schon alleine geguckt. Da gibt es keine großen Rituale. Ich versuche, möglichst wach zu bleiben. Das ist schon für mich schwer genug. Und ansonsten freue ich mich einfach, weil da geht's ja nicht nur um das Spiel an sich, sondern um das Ganze drumherum und Halftime-Show und alles, was dazugehört. Das ist halt ein Mega-Event und da freue ich mich einfach immer drauf, egal welche beiden Teams dann da letztendlich auch gegeneinander spielen. Ja, wahrscheinlich würden jetzt viele wieder auf Kansas City spekulieren. Ich glaube, Mahomes hat die Niederlage letztes Jahr hat ihn sehr, sehr gewurmt im Super Bowl. Da wird er versuchen, das Ding dieses Jahr wiederzuholen. Ich glaube aber auch, dass Tampa Bay mit Brady wieder weit kommen wird. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht irgendein Franchise und irgendein Team, was niemand so richtig auf der Rechnung hat, was keinem zugetraut wird, dass so ein Team dann vielleicht endlich mal in den Super Bowl wiederkommt und dann ja auch vielleicht ein Rookie-Quarterback oder jemand, dem man es jetzt vorher gar nicht so zutraut, dann auch die Möglichkeit hat, den Super Bowl zu holen. Solche Ereignisse wie ein NFL-Spiel einfach nicht als reines Spiel gesehen werden. Und natürlich geht es da auch sehr, sehr um Sportliche und auch im Hintergrund sind viele finanzielle Dinge, die sich da abspielen. Große Gehälter werden gezahlt, aber wenn man das ein bisschen intensiver verfolgt, weiß man einfach, dass jedes Spiel von dem Franchise oder dem Team dann auch für die Fans so ein richtiger Feiertag ist, dass sie das mit großen Drumherum feiern, dass sie sich alle untereinander treffen und alles auch immer friedlich abläuft. Das würde ich mir wünschen, dass wir das einfach ein bisschen mehr noch zelebrieren, gerade jetzt nach der Corona-Pause, die wir hatten, dass wir einfach glücklich darüber sind, dass wir wieder ins Stadion können. Ja, und was auf Sportliche bezogen vielleicht auch noch Sinn machen würde, ich meine, wir hatten es jetzt gerade vor kurzem, dass wir bei zwei Spielern eine Gehirnerschütterung im Spiel hatten. Ich glaube, so wie die NFL es dahingehend geregelt hat mit dem Concussion-Protokoll, ist schon sehr vernünftig, dass da ein unabhängiger Arzt dann entscheidet, ob der betroffene Spieler weiterspielt. Ich war selbst mal betroffen von einer Kopfverletzung und bin da sehr, sehr vorsichtig seitdem. Und ich denke, da könnte man eventuell noch ein größeres Augenmerk drauf legen. Ich bin nicht in die Playoffs gekommen. Auch da wieder Parallelen zu meinem Lieblingsteam.
Ja, es ist unglücklich gelaufen für mich im Draft. Leider hat es nicht gereicht für die Playoffs. Machen wir aber auch in diesem Jahr keine großen Hoffnungen. Aufgrund der schlechten Draft-Position war kein guter Running Back mehr da, der mir viele Punkte hätte bringen können. Und ich habe mich entschieden, als First Pick dann Pat Mahomes zu nehmen auf der Quarterback-Position. Sollte eigentlich eine Bank sein. Jeden Sonntag Red Zone auf The Zone, freue ich mich immer drauf. Ich gucke auch gerne mal ein Einzelspiel, aber in der Regel, wenn ich Red Zone anhabe, dann ist da immer was los und ich finde es wirklich geil. Also ich liebe es und ich freue mich jeden Sonntag drauf, wenn ich zu Hause bin, das dann auch zu gucken.